75 Jahre Zweite Republik. Ein Rückblick auf die Zeitgeschichte unseres Landes. Noch während im letzten Kriegsmonat auf österreichischem Boden der Kampf tobt, nimmt am 1. April 1945 der ehemalige Staatskanzler Karl Renner Kontakt mit den sowjetischen Truppen auf. Seine Briefe an Josef Stalin tragen dazu bei, dass er selbst und die provisorische Regierung am 27. April 1945 die Wiederherstellung der Unabhängigkeit Österreichs erklären können. Dieses 75. Jubiläum der Geburtsstunde unserer Zweiten Republik feiern wir heuer und haben es auf dem Wiener Heldenplatz für die Österreicherinnen und Österreicher und unsere Gäste sichtbar gemacht. Gerade in den schwierigen Zeiten, die wir momentan erleben, ist es wichtig, einen Blick darauf zu werfen, was wir bereits gemeistert haben. Die Besatzungszeit hinterlässt tiefe Spuren, im Guten wie im Schlechten. Die vier im Jeep werden zum Symbol dieser 10 Jahre. Gleich nach Kriegsende wird auch mit der Entnazifizierung begonnen. Der Opfermythos wird Teil unserer staatlichen Identität. 1948 setzt der Marshallplan der USA ein und legt das Fundament für den späteren Wohlstand des Landes. Auch die Besatzungszeit sollte bald zu Ende gehen. Österreich ist frei! Am 15. Mai 1955 verkündet Außenminister Leopold Figl die Unterzeichnung des Staatsvertrags. Es beginnt eine Zeit des Wohlstands. Das Wirtschaftswunder setzt ein. In Österreich herrscht ein Geist des Gemeinsamen und nicht des Trennenden. Die Reformen der 60er und 70er Jahre prägen das Land bis heute. Schul- und Universitätsreformen veränderten unsere Bildungslandschaft nachhaltig. Errungenschaften, die uns heute als selbstverständlich erscheinen, muteten in den 60er und 70er Jahren revolutionär an. So trugen beispielsweise die etappenweise Reduzierung der Arbeitszeit auf eine 40-Stunden-Woche und der Anspruch auf eine vierte Urlaubswoche entschieden zu einer Steigerung der Lebensqualität für unsere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei. Die weltweiten Studenten- und Bürgerrechtsproteste der sogenannten 68er-Bewegung machten auch vor den Toren der noch jungen Zweiten Republik nicht Halt und schlugen sich in fortschrittlichen Reformen im Sozial- und Justizbereich nieder. Die Jahrzehnte der 80er und 90er Jahre werden als Zeit der Transformation und Umbrüche wahrgenommen. Die Stammwählerpotenziale der Großparteien beginnen zu erodieren. Eine verstärkte Sensibilisierung für ökologische Fragen und der Wunsch nach Partizipation führen unter anderem zu zivilgesellschaftlichem Engagement gegen das Atomkraftwerk Zwentendorf und zur Besetzung der Hainburger Au. Letzteres gilt als die Geburtsstunde der Grünen Partei, die mit ihrer Gründung dem Bedürfnis nach Erweiterung des Parteienspektrums Rechnung trägt. Wenig später wird die Welt Zeuge der dramatischen Ereignisse des Epochenjahrs 1989. Die Berliner Mauer fällt und der sozialistische Staatenblock löst sich auf. Für Österreich hat das Annus Mirabilis weitreichende Konsequenzen. So rückt unsere Alpenrepublik von der Randzone der freien Welt Stück für Stück ins Zentrum und befindet sich seit der europäischen Osterweiterung im Jahre 2004 sprichwörtlich im Herzen Europas. Seit 1995 ist Österreich nun Mitglied der Europäischen Union. Die Friedensunion bringt den freien Personen- und Warenverkehr und für einen Teil der Länder eine gemeinsame Währung, den Euro. Die Jahrzehnte unmittelbar nach der Jahrtausendwende hielten für das Land harte Prüfungen bereit. Durch die Finanz- und Wirtschaftskrise 2008 schlittert die Weltwirtschaft erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg wieder in eine tiefe Rezession. Doch Österreich reagiert rasch und übersteht auch diese Krise gut.
Das Jahr 2015 wird vielen Österreicherinnen und Österreichern als Zäsur in Erinnerung bleiben. Aufgrund von Krieg und Terror im Nahen Osten, in Syrien, machen sich mehr als 1 Million Flüchtlinge auf den Weg nach Europa. Österreich hat in dieser Situation wie kaum ein zweites Land Solidarität und Aufnahmebereitschaft demonstriert. Dabei hat unsere Republik stets ihre humanitäre Verantwortung gegenüber Menschen in Not wahrgenommen. Unabhängig davon, ob es sich wie im Falle der ungarischen, der tschechischen und der jugoslawischen Flüchtlinge aus den Jahren 1956, 68, in den 90er Jahren um die unmittelbare Nachbarschaft handelte oder wie bei den Fluchtbewegungen im Zuge der Tschetschenienkriege. Unvorstellbar für die Menschen, die die Gründung der Zweiten Republik noch bewusst erlebt haben, ist der weite und erfolgreiche Weg unseres Landes, den es in den letzten 75 Jahren durchmessen hat. Zum 75. Geburtstag der Gründung der Zweiten Republik können Sie hier am Heldenplatz diesen Weg unter der Einhaltung der gebotenen Sicherheitsvorkehrungen nachgehen, miterleben. Denn gerade wenn man sich in diesen schwierigen Zeiten bewusst macht, was wir bisher schon erreicht haben, wird uns klar, wie viel wir imstande sind zu leisten und zu schaffen.